Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei von Nosrat Pezeshkian. Heute lese ich euch die Geschichte vor, die Heilung des Kalifen. Eine wunderbare Geschichte. Eine schwere Krankheit hatte den König befallen. Alle Behandlungsversuche schlugen fehl. Der große und bekannte Arzt Razi wurde schließlich zu Rate gezogen. Er versuchte zu Beginn alle überlieferten Behandlungsformen, doch ohne Erfolg. Schließlich bat Razi den König, ihn die Behandlung so durchführen zu lassen, wie er es für richtig finde. In seiner Hoffnungslosigkeit stimmte der König zu. Razi bat den König, ihm 2 Pferde zur Verfügung zu stellen. Die schnellsten und besten Tasi-Pferde wurden herbeigeschafft. Am frühen Morgen des folgenden Tages befahl Razi den König in das bekannte Bad Juzemulan in Buchara zu bringen. Wer kennt es nicht? Da sich der König nicht bewegen konnte, trug man ihn auf einer Sänfte. Im Bad angekommen, hieß Razi den König, sich zu entkleiden und befahl, dass alle Diener des Königs sich so weit wie möglich vom Bad entfernen sollten. Die Diener zögerten, zogen sich aber zurück, als der König ihnen zu verstehen gab, dass sie so handeln sollten, wie der Hakim es ihnen befahl. Die Pferde ließ Razi vor dem Eingang des Bades festbinden. Zusammen mit einem seiner Schüler legte er den König in eine Wanne und übergoss ihn in schneller Folge mit heißem Wasser. Zugleich flößte er ihm heißen Sirup ein, der die Temperatur des Kranken erhöhte. Nachdem dies geschehen war, zogen sich Razi und sein Schüler an. Razi stellte sich vor dem König auf und begann plötzlich diesen auf die übelste Weise zu beschimpfen und zu beleidigen. Der König war schockiert und regte sich in seiner Hilflosigkeit fürchterlich auf über diese Unhöflichkeit und ungerechte Beschuldigung. In seiner ungeheuren Erregung bewegte sich der König. Als Razi dies sah, zog er sein Messer, trat nah an den König heran und drohte ihn umzubringen. In seiner Angst versuchte sich der König zu retten, bis ihm seine Furcht plötzlich die Kraft gab, aufzustehen und zu fliehen. In diesem Augenblick verließ Razi schnellstens den Raum und floh zusammen mit seinem Schüler auf dem Rücken der Pferde aus den Mauern der Stadt. Der König brach mittlerweile erschöpft zusammen. Als er aber von seiner Ohnmacht wieder erwachte, fühlte er sich freier und konnte sich bewegen. Noch vom Zorn beladen, schrie er nach seinem Diener, ließ sich ankleiden und ritt zu seinem Palast zurück. Die versammelten Menschen jubelten, als sie ihren König frei von seinen Gebrechen sahen. 8 Tage später erreichte den König ein Brief des Arztes, in dem er seine Vorgehensweise erklärte. »Ich habe zunächst alles gemacht, was ich als Arzt gelernt hatte. Als dies keine Früchte brachte, erhitzte ich deinen Körper künstlich und gab dir über deinen Zorn die Kraft, deine Glieder zu bewegen. Als ich sah, dass deine Heilung begonnen hatte, verließ ich die Stadt, um deinem strafenden Arm zu entfliehen. Ich bitte dich, mich nicht zu dir zu holen, da ich mir der ungerechten und gemeinen Beleidigungen bewusst bin, die ich dir in deiner Hilflosigkeit zugefügt habe und für die ich mich abgrundtief schäme. Als der König dies vernahm, erfüllte tiefe Dankbarkeit sein Herz und er bat den Arzt, zu ihm zu kommen, damit er ihm seine dankbaren Gefühle beweisen könne. Die Aktivierung emotionaler Beteiligung ist ein sehr altes Verfahren der Medizin. So wie eben bei Razi 850 bis 923 nach Christus, dem bekannten persischen Arzt, dem unter anderem zugeschrieben wird, dass er als erster das Wort Psychotherapie gebraucht habe.
And now the story in English. And in the English book, there's a really brilliant picture of what's going to happen in the story. And it's called The Healing of the Caliph. A serious illness had struck the king. All attempts to cure him proved fruitless. The great and famous physician Razi was finally called in for consultation. At first, he tried all the traditional methods of treatment, but without success. Finally, Razi asked the king to let him carry out the treatment as he thought best. The king, in his despair, gave his consent. Razi asked the king to place two horses at his disposal, and the fastest and the best Arabian horses were brought to him. Early the next day, Razi ordered that the king be brought to the famous spa Yuse Mulan in Bukhara, as you know. Since the king could not move, he was carried on a stretcher. At the spa, Razi told the king to get undressed and ordered all the king's servants to get as far away from the spa as possible. The servants hesitated, but then drew back when the king let them know they should do as the Hakim ordered. Razi had the horses tied at the entrance to the spa. Working with one of his pupils, he placed the king in a tub and quickly poured hot water over him. At the same time, he fed him a hot syrup, which raised the sick man's temperature. After all this had happened, Razi and his pupil got dressed. Razi stood in front of the king and suddenly began to curse and insult him in the most horrible way. The king was shocked and became terribly upset over his rudeness and unjustified insult, especially because he was so helpless. In this state of upset, the king moved. When Razi saw this, he drew out his knife, stepped close to the king, and threatened to kill him. Frightened, the king tried to save himself until finally his fear suddenly gave him the strength to stand up and run away. At this moment, Razi quickly left the room and with his pupil fled from the town on the two horses. The king collapsed in exhaustion. When he regained consciousness, he felt more free and was able to move. Still very angry, he called for his servant, got dressed, and rode back to his palace. The people gathered there and rejoiced when they saw their king free of his ailment. A week later, a letter from the physician reached the king. The letter contained these words of explanation. I did everything I had learned as a doctor. When it produced no results, I artificially raised your temperature, and by kindling your anger, I gave you the strength to move your limbs. When I saw that your cure had begun, I left the city in order to escape your punishment. I ask you not to have me brought in, for I'm aware of the unjust and vulgar insults I hurled at you in your helplessness, and I'm deeply ashamed of them. When the king heard this, deep gratitude filled his heart, and he asked the doctor to come to him so that he could show his thanks. Activating emotional participation is a very old procedure in medicine. So it was with Rhazes, also called Razi, and he lived from 850 to 923 after Christ, the famous Persian physician, of whom it is said, among other things, that he was the first to use the word psychotherapy.
And this was the story of today out of Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy, The Merchant and the Parrot, written by Nosrat Pezeshkian. And so I wish you a very, very wonderful Friday and hope to see you again tomorrow when I read a new story out of The Kaufmann and the Papagei.